Hallihallo, Gerald Fleischacker hier aus dem Radio Kulturhaus. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei einer besonderen Ausgabe der Tafelrunde. Wir haben die besten Momente des vergangenen Jahres, und da gab es viele, in eine kompakte Sendung zusammengefasst, damit wir gemeinsam noch einmal auf das Jahr 2021 zurückblicken können. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und viel Freude. Und in den Hitparaden wird unser Lockdown-Hit ewig vorne sein. 2, 3, 4, Lockdown-Purm! Lockdown, Lockdown, wirf die Flaschen an die Wand. 14 Tage im selben Quad, das ist sehr galant. Hey, Lockdown, Lockdown, was sagt der Rudi nur? PKs, die gibt's in einer Tour, ich saufe Wodka pur. Hey! wir können das noch wochenlang singen. Ja, die Aschbacher, die ist Geschichte einfach. Oder wie der Virologe sagt, die Seepocken sind ausgerottet. Die Seepocken sind ausgerottet? Ja. Ja, da werden die aber keine Freude haben, die Seepocken. Hm? Nehme ich mal an. Na, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Annahmen sind wie Seepocken an der Seite eines Bootes. Sie verlangsamen uns. Oh Mann, sie verlangsamen uns. Uns beide. Uns alle. Ah. Sag mal, hast du vor dem Lockdown eigentlich auch schon vor jeder Aufzeichnung ein bisschen... Was? Oder ist das, nein, Mann. Na hallo, das ist ja nicht von mir. Nicht. Annahmen sind wie Seepocken. Das hat die Aschbacher geschrieben. In der Heute? Ja, das haben wir zuerst auch gedacht. Ja, okay. Aber nein, das ist eine Diktion aus einer ihrer wissenschaftlichen Arbeiten. Respekt, ja? Respekt. Nein, nichts Respekt, das ist total respektlos und überhaupt kein Respekt vor solchen Sauereien, bitte. Ich meine, das ist ein reines Plagiat gewesen, das war auch geschrieben. Bitte? Wirklich? Ja, die hat das einfach abgeschrieben. Moment mal, das ist ja dann noch schlimmer. Was? Das heißt, es hat schon mal jemand vor ihr dieses dringliche innere Bedürfnis gehabt, diesen Satz in die Welt hinaus zu posaunen. Annahmen sind wie Seepocken. Das hat schon einer vorher gesagt. Nein, das ist ja noch ja. Ja, aber das war ja im Original, der das gesagt hat. Ja, der hat ja das auf Englisch geschrieben. Ja und? Nee, da passt's. Ach so. Ja. Weil es keiner versteht. Nein. Ja. Und ich habe auch diese Werbung gesehen von diesen Baby-Elefanten, die ist nicht an mir vorübergegangen, leider. Und da habe ich mir gedacht, wenn ein Abstand Werbung machen kann, wie wäre das bei einem Virus? Ich meine, wie würde so eine Werbung ausschauen? Wie würde die Werbung von SARS-CoV-19 aussehen? Ha? Du bist der Wirt für mich und drum frag ich dich, magst du nicht rausgehen, du weißt, ich steh auf dich. Du bist der Wirt für mich, will deine Lunge sehen, gerne infiziere dich. Ula Lunge, ich nehm dir die Luft, Ula Lunge, Intensivbetreuung ruft. Ula, bin da sehr gefährlich eingestuft, begleite mich doch in die Gruft. Du bist der Wert für mich und darum frag ich dich, magst du nicht aussehen, du weißt, ich steh auf dich. Bin eine Mutation und ich freu mich schon auf die nächste Zahlenexplosion. Ja! Dankeschön. Wir haben beim Blümel einen Laptop gefunden. Ein Laptop beim Blümel, das ist wie wenn der Mars-Roboter ein Bounty findet, bitte. Das ist unfassbar, nicht? Und das muss auch für ihn eine ganz komische Situation gewesen sein, wie die bei ihm waren, nicht? Die kommen, also sie sind ja nicht zu ihm gekommen, er hat sie eingeladen. Hat er gesagt, also er war zufällig auf einem Termin und hat er gesagt, mein Gott, Leute, wir haben einen Kuchen daheim, wir haben einen Kaffee gemacht, es gab da Schnittchen und Brötchen, kommt doch einfach mit zu uns. Und wie die dann dort waren, das muss so komisch gewesen sein, wie die das angeschaut haben und gesagt haben, na, dürfen wir den Laptop mitnehmen? Ja, was heißt, was für ein Laptop? Na, den Laptop, das ist kein Laptop. Na, oh ja, das ist ein Laptop. Na, das ist unser Brettl, mit dem schneiden wir die Äpfel für die gesunde Jause. Nicht? Und sagt, na, schauen Sie, den kann man aufklappen, da ist ein Bildschirm und eine Tastatur. Und ich sage, ah ja, das haben wir gedacht, 2.500 für Schneidbrettel ist viel, aber nicht, man gönnt sich ja sonst nichts. K steht für komplette Message Control. Steht für unglaublich fesch und toll. R steht für radikal, blaue Inhalte. Und Z für zurzeit ziemlich kalte Politik. Ja, 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 kurz ist eigentlich ein Eigenschaftswort.
seit kurzem sind jedoch die Eigenschaften fort. Kurz gesagt, das Land wird kurz regiert und damit rot-blau-grüner Hilfe, mit rot-blau-grüner Hilfe, mit rot-blau-grüner Hilfe aus der Wien. Und dieses Lied war wie versprochen kurz, aber es hat nichts zu tun mit Sebastian Kurz und auch nicht mit Martina Kurz. Das wäre ein Kurzschluss. Ja. Lang, lang. Aber ja, was machen die Tiroler? Geben sie auf? Nein, die schreiben schon die Speisekarten für nach Corona, nicht für die Bayern kostet alles doppelt so viel und in jede Gulaschsuppe, die ein Wiener bestellt, kommt ein Geschenk. Schöne Grüße aus Tirol. Und auch musikalisch arbeiten sie schon dran. Es gibt eine Neuaufnahme eines Klassikers der Unterhaltung auf Skihütten. Die Lockdown-Burm spielen den Neueinstieg in die ORF3-Corona-Charts. Der Virus aus Tirol geht schon. Wir sind nicht blöd, wir sind so toll. Wir haben ein Virus in Tirol. Ritterblatter in der Presse schreien die Bayern, es so ist. Wir haben ein Virus in Tirol. Zuerst nur da, bald überall, das ist am Berg und auch im Tal. Ob auf Ski oder auf Rallis, um die Burm oder die Madel, unser Virus aus Tirol. Ruhe, jetzt dürft ihr bitte. Es ist vorbei. Wir haben einen Gedanken durchgespielt. Und zwar der Gedanke lautet, stellen Sie sich bitte vor, 7 Jahre Corona. Seit 7 Jahren ist Österreich im Lockdown und ich meine den richtigen Lockdown. Ja, also nicht diesen regierungsjokerligen Lockdown, das ist auf zu, man spielt es kaum. Wer die Werbung noch kennt? Ja. Keiner. Sondern der Richtige. Na, Ken, jo, ein Joker-Bett oh, bekam ja. Der Max. Ja, für Nacht und auch für den Tag. Der Güte hat es immer in seinem Programm gehabt. Der schöne Stoff, so fein genäht, ja, das ist Joker-Qualität. Ja, kennst du es noch? Okay, auf ja. Zu, auf zu. So, 7 Jahre im richtigen Lockdown. Ja, 7 Jahre Lockdown in Österreich, ein Gedankenexperiment. Dabei haben wir doch viel gemacht, um das Land noch zu retten. Das ja, darf das man stimmt. Nicht vergessen. Wir haben in letzter Minute haben wir es geschafft, dass wir Tirol dem René Benkö verkaufen ja. Können. Ja, das hat ein bisschen Geld gebracht, das wollten Sie dann genauso machen mit dem Burgenland. Ja, stimmt, aber da hat man sich gedacht, 100 Jahre sind genug und ja, drum nichts mit dem Burgenland. Schade, ist auch, wie gesagt, ohnehin nichts geworden. Jeff Bezos, sagt man den? Jeff Bezos. Der mittlerweile der erste Trillionär der Welt ist und eben den afrikanischen Kontinent gekauft hat. Ja, inklusive Wasserrechte und Nestlé hat er das gekauft. Richtig. Und er wollte wirklich den Neusiedlersee und das Burgenland kaufen, hat dann aber Angst vor dem Paten bekommen, muss man sagen. Ja. Es ist nichts Persönliches. Es geht nur ums Geschäft. Hans-Peter Doskozil hat sich gegen den Verkauf seiner Spielwiese gewehrt und Jeff verjagt mit den Worten, solange meine Stimme im Burgenland noch was zählt, wirst du deine Fiers nicht im Neusiedlersee boden, glotzerter Schleichte, gescheißen, Prime Freundschaft. Ja, wobei 2025, kannst du dich erinnern, ja. 2025, da waren wir so knapp dran. Wir haben gedacht, wir haben es geschafft. Nicht? Es war so, die Leute wollten wieder aufsperren, die Geschäfte, also die es halt noch geben die hat. Die waren. Ja, die paar Lehrer wollten zurück in die Schule, die Kinder wollten ihre Schulfreunde wieder treffen. Es war wirklich... Ja, aber dann dieser Rückschlag. Ja. Was war's? Na, der Arne. Ein einziger. Ein einziger, der sich angesteckt. Wir waren alle negativ, einer hat sich angesteckt. Weil er telefoniert hat. Ein Vorarlberger telefoniert mit seiner Tante in Schweden um und hat sich über den Messenger-Dienst angesteckt. Nicht? Dann eh klar, haben wir's wieder. Lockdown, das war ein herber Rückschlag. Bei dem neuen Virus handelt es sich ja mittlerweile um Covid 463. Aus dem Bundeskurzelamt, das mittlerweile heißt, nicht, wird jeden Sonntag die Heilige Messe übertragen. Der Stephansdom ist zu, klarerweise. Ja. Aber was schön ist, was mir immer Halt gibt, ist, dass bei der Messe der Sobotka mit dem Cello spielt. Ja. Nackt hinter dem Cello. Das ist schön. Ja. Oder also der einzige Musiker, der seit 7 Jahren einen Job hat, wird aber immer regelmäßig vom Nehammer angezeigt, weil der immer sagt, das geht so überhaupt nicht. 7 Jahre Lockdown. Ja, was ist mit der Eltern? Das ist interessant. Was ist mit der Elterngeneration passiert in all den Jahren? Ja. Die wohnen in Heimen, kriegen 3 Mal am Tag was zum Essen, was Warmes. Ab und zu, wenn sie brav sind, kriegen sie eine echte Fensterklinke in die Hand, wo sie dann ab und zu das Fenster aufmachen können und ein bisschen frische Luft schnappen können. Natürlich mit, was haben wir, FFP? FFP 9. FFP 9.
Maske, ja, dass ja man ein bisschen was Ding. Und sonst haben Sie schönes Fernsehen, was, wie heißt es? Kurz-TV. Kurz-TV, genau. Kurz-TV. ORFK. Ja, wird oft mit ORF Kärnten verwechselt, ist aber eine Namensverwechslung. Nein, da gibt es eine eidesstattliche Erklärung von Brabetz, dass das damit nichts zu tun hat. Alle anderen Sender gibt es halt nicht mehr, ne? Die sind halt, ja, halt nicht mehr. OFK da liefert ein schönes, sauberes, lustiges, buntes Programm. Ja, das ist schön. Der Bergdoktor in Endlosschleife und die Wiederholung von den Pressekonferenzen in Endlosschleife. Ja, und in der Nacht, ja, ab 23:30 Uhr, als große Überraschung und persönlichen Fetisch von unserem Rudi Anschober, malt er verkleidet als Bob Ross seine schönsten Kurven mit Pinsel auf Leinwand. Ja, das ist sehr schön. Wir sind bei der Kunst. Was ist passiert? Nix. Nix. Nein, nix. Nix. Das ist doch was Schönes. Ja. Fantastisch. Florian Klenk immer noch da, deckt mittlerweile sich selber auf und hat ganz arge Seiten an sich selber. Entdeckter Wolfgang Fellner ist mittlerweile so blatt, dass er nur allein im Studio sitzt und sich selber interviewt und das auch grauslich genug ist. Es ist wirklich schwierig. Die Übertragung des nicht stattfindenden Opernballs sprengt nach wie vor alle Rekorde. Von Jahr zu Jahr. Ja. Salzburger Festspiele finden statt. Ah, warum? Weil es so ist. Okay. Ja, so hat eigentlich als Erklärung genügt. Die Frage ist, wie geht's weiter nach 7 Jahren? Ich weiß es nicht, aber die nächsten 2 Wochen sind auf jeden Fall entscheidend. Bleiben Sie fröhlich. Tod schütze es. Wieder voll mit der U-Bahn Richtung wie Eissi hinaus. Draußen rennt's und drinnen stinkt's. Mit Masken holt es grad noch aus. Die Leute, ob sitzen oder stehen, alle schauen so traurig drein. Ich glaub, dass sie sich ganz schön fürchten. Das kann da gar nix anders sein. Stimmung! Die Medien machen unser Angst, dagegen kannst du gar nicht wehren. Ob Astra oder BioNTech, die News, die bringen uns zum Rennen. Ein Blutgerinnsel, Embolie, keiner will so früh schon sterben. Einmal noch ein Bier im Wirtshaus, mei, es ist zum narrisch werden. Impft's mich, ich glaub, ich warm. Alter, das darf nicht wahr sein, wann komm ich denn dran? Impft's mich, egal womit. Bitte, Moderna, Johnson, Pfizer oder Sputnik. Ja, ich glaube, es hilft nur Spritzen. Bitte, im Liegen, im Stehen von mir aus, auch im Sitzen. Aber es ist mir klar, mit viel Glück im nächsten Jahr. Impfen oder nicht impfen lassen. Das ist natürlich keine Frage. Aber trotzdem verstehe ich wirklich jeden, der ein bisschen verunsichert ist. Man kennt ja keiner mehr aus. Schon allein der Name der verschiedenen Impfstoffe sind nicht wirklich vertrauensbildend. Sputnik? War echt jetzt? Sputnik? Warum nicht gleich Stolich? Naja, da kenne ich wenigstens die Nebenwirkungen. Oder Moderna, das klingt wie so eine Sitzgarnitur aus dem Abverkauf eines verrückten Möbelhauses. Wintersell! AstraZeneca wiederum verweist ganz klar auf den römischen Philosophen Seneca, dessen Hauptwerk De Privitate Vitae geheißen hat, übersetzt von der Kürze des Lebens. Obendrein, wie der Maurer sicher war, war der Seneca der Lehrer von Nero. Kein Wunder, wenn der ein bisschen brennt an der Einstichstelle. Johnson und Johnson stehen aber auf einmal vor der Tür. Eins haben wir gerade los geworden, jetzt kommen die auf einmal daher. Ungeklärt sind da noch die Nebenwirkungen auf die Frisur. Und jetzt kommt demnächst der chinesische Impfstoff Sinovac. Es ist wirklich alles sehr kompliziert. Ein paar Millionen für eine Website, die kein Schwein braucht. Eine Dissertation, wo's da denkst, Frau Ministerin, erst sind sie eingraucht. Zur Festplattenschredderung mit gefälschter E-Mail-Adresse. Alles völlig übliche Vorgänge. Woher kommt da das Interesse? Bitte, das sind doch alles nur Nestbeschmutzer, die da was kritisieren. Die wollen doch nur unser gutes Ansehen im Ausland ruinieren. Klar gibt's ein paar Geschäfte auch, aber das geht ja nicht einen jeden an. Es gibt viel symbolare Themen, über die man reden kann. Zum
Beispiel die Berge, zum Beispiel die Seen. Wir haben auch einen Dom und einen Strom, bei uns ist alles wunderschön. Wir haben die Sachertorte und den gesurten Schwedebach. Wir haben den Mozart, den Schubert, den Mahler, den Liszt und den Beethoven, den haben wir auch. Wir haben den Schnee und den Schmäh und die Goldhaube-Tradition. Aber eins haben wir sicher nicht. Eins haben wir sicher nicht. Es haben wir ganz sicher nicht. Es haben wir ganz sicher nicht. Wir haben ganz sicher nicht. Keine Korruption. Über der türkisen ÖVP hängt ja ein Damokles-Handy von Thomas Schmidt. Da sind 323.600 Nachrichten drauf. Ein paar davon wurden schon bekannt und die, ja, sind interessant. Vor allem künstlerisch sind sie interessant. Ich habe mir ein paar von diesen originalen Nachrichten mitgenommen und mein erster Eindruck, wie ich die gelesen habe, die wirken ein bisschen fast wie Texte von deutschen Schlagern. Ich liebe meinen Kanzler. Dich zu haben ist so ein Segen, danke dir total dafür. Devote Liebe kann auch nett sein, du bist Familie und wir brauchen dich. Schön, oder? Wobei, rein musikalisch hätte ich ja nicht unbedingt deutscher Schlager mit denen assoziiert. Für mich dieses Trio Kurz, Blümel und Schmidt wäre für mich musikalisch eher Village People. Ja, also statt YMCA könnte man machen ÖBAG, it's good to cash at the ÖBAG. Ja, irgendwie. Wobei, am schönsten sind ja eigentlich die Chats vom Schmidt selber. Der Herr Schmidt ist wirklich ein literarisches Talent. Und wenn man sich ein paar von seinen Aussagen da so anschaut, die sind Stoff für Drehbücher. Die könnte man so eins zu eins in Drehbücher schreiben. Ich denke da an große dramatische Liebesfilme oder möglicherweise auch an eine soft erotic comedy. Großes Kabinettsdrama bahnt sich an. Sebastian will mich nicht gehen lassen. Dichern sind ja gut auf Schiene. Dichern und ich haben Flug gebucht. Du bist der erfolgreiche Investment Guy. Und ich bin ein Galeerensklave. Ich gebe dir jetzt eine Watsche. Aber nimm dir das nicht so zu Herzen. Nein, nein, ich will keine ÖBIP-Stories mehr. Lass es bitte. Das schadet mir alles. Es reicht. Es wird Zeit für neue Ufer. Wenn das in die Hose geht, sind wir hin. Kriegst eh alles, was du willst. Gesundheitsminister zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen. Ja, da hätten wir bitte vor 2 Jahren war das ein Point gewesen. Und heute, ich weiß nicht. Ja. Hartinger Klein zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen. Ja, die vor 2 Jahren war die noch Gesundheitsministerin. Gell, da schaut's. Ja, aber die hätten sofort einen Nachfolger gehabt, wenn die zurücktritt. Ja, der Gutenus war ja da noch in Amt und Würden. Die hätten den eingesetzt und der gleich peng, 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 hätte sofort, zack, zack, hätte er das Virus umgebracht. Aber sonst, es ist wirklich fad. Also das Einzige, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass im Jahre 2016 niemand die Frage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren, richtig beantwortet hat. Das ist ein Fakt, aber in letzter Konsequenz auch fad. Und weil es halt so fad ist, jetzt liest man halt viel Zeitung und die Schlagzeilen nicht, Test positiv, Friseurtermin futsch. Horrormeldung in heute. Mehr Corona-Fälle durch mehr Testungen. Schlagzeile in der Krone. Ja, aber mehr IQ-Tests, noch mehr Trotteln, das schreibt keiner.
Es gibt ja wirklich Leute, die kaufen den 10er-Pack Frankfurter um 99 Cent, lassen sich aber nicht impfen, weil sie nicht wissen, was drinnen ist. Was war das für ein Mai, liebe Leute? Bist du narrisch, ha? Es war, wenn man jetzt einmal über das Lieblingsthema der Österreicher spricht, nein, ich meine nicht die Krise, ich meine jetzt auch nicht das Impfen, ich meine auch nicht die Politik, ich meine das Wetter. Es war der geschissenste Mai seit 1996, haben sie neulich im Radio gesagt. Also geschissen haben sie nicht gesagt. Aber es war tatsächlich jetzt 25 Jahre lang scheinbar Ruhe und ausgerechnet, wie die Pandemie anfängt zum Aufhören und die Gastgärten wieder aufsperren konnten, sowas. Ha? Das ist eine Frechheit, oder? Und ich meine, die Tage werden ja wieder kürzer bald. In wenigen Wochen ist es soweit. Ich möchte schon noch so lang wie möglich draußen sitzen. Ich meine, der ganze Mai nämlich, verstehst du, waren wenigstens irgendwie nur ein paar Tage. Pfingsten kann es normal 30 Grad haben. Ja, haben wir eh gehabt. Am Samstag 10, am Sonntag 10, am Montag auch noch mal 10. Aber indoor war es auch ganz schön. War es ja auch beim Wirten, na sicher, oder? Oder im Kaffeehaus. Also ich bin so früh. Am 19. war ich gestellt. Und war das nicht leiwand, ha? So, wenn dann wieder die Leute so richtig anspucken beim Reden, das hat's lang nicht gegeben, oder? Und so eine heiße, feuchte Gulaschfahne ummarziert. Oder wenn man dem Nachbarn heimlich die Pommes frites vom Döller fladert, verstehst? So ein kleines Schnabulierstelikt begeht. Mir ist das auch gegangen. Wirklich. Mir fällt das Zwischenmenschliche. Ich bin nicht diese Online-Digital-Tante. Nein, eine Freundin von mir hat herumgetindert, 4 Lockdowns lang. Das kann ich nicht. Na, ich brauche diesen menschlichen Kontakt, wirklich, ich sage es euch ganz ehrlich, ich muss eine Gurken angreifen, damit ich weiß, ob die frisch ist, es nützt nichts. Der Weg zurück zur völligen Normalität, der ist natürlich denen vorbehalten, die auch vorher normal waren, also darauf bestehe ich irgendwie. Ja? Wir dürfen jetzt wieder 10 Personen ohne Probleme treffen. Ja, gern, ich kenne keine 10 ohne Probleme, sag ich, was ist? Beziehungsprobleme. Die haben sich wieder gehäuft. Ist aber auch kein Wunder. Weil das Zaumen wegsperren, das tut kein gut. Na, es besagte schon eine alte Mühlviertler Weisheit. Zur Lockerung der Ehefessel hat der Herrgott erfunden den Wirtshaussessel. In China zum Beispiel, das ist ganz interessant, in China ist die Scheidungsrate, ja, da haben sie jetzt im Mai so eine Studie erhoben, die Scheidungsrate ist dort um 70% zurückgegangen. Überlegt mal, das ist doch eine Frechheit. Warum nämlich? Ja, wegen neuen Auflagen, neue Bestimmungen. Der Chines und die Chinesin, die müssen sich jetzt eine Bedenkzeit nehmen, bevor sie sich scheiden lassen. Lass es doch bitte scheiden, wenn es nicht mehr funktioniert. Herrst, was, ich meine, Ehe, der Chines muss jetzt überlegen, was Ehe bedeutet. Ehe ist für mich ganz klar und schnell erklärt. Ehe ist genau die Zeit zwischen ich dich auch und du mich auch. Es ist für mich nicht das optimale Modell. Ich habe sogar ein paar heute mitgenommen, weil ich denke, das ist wichtig, dass auch die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes erfahren, welche wahrheitsgemäßen Angaben Sebastian Kurz vor dem Urschuss gemacht hat. Ich muss gleich dazu sagen, das sind lauter Originalzitate von ihm. Das habe nicht ich mir ausgedacht. Sie können das auch jederzeit in den Parlamentsprotokollen nachlesen. Also, Sebastian Kurz vor dem Urschuss. Anscheinend ist das im Regierungsprogramm, aber ich kenne mich da nicht im Detail aus. Glaube ihm sofort. Stimmt, oder? Braucht man nicht reden. Braucht man nicht lang reden. Keine Frage. Wenn etwas im Ministerrat beschlossen worden ist, dann muss ich das irgendwie mitbekommen haben, weil ich ja mitgestimmt habe. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das bringt eigentlich sehr gut die politische Verantwortung auf den Punkt, mit der Sebastian Kurz sein Amt ausfüllt. Das erkennt man in diesem Satz schon sehr gut, wie ernst er das nimmt. Als Bundeskanzler hat man relativ viel zu tun in unterschiedlichsten Fragen. Ich habe mich mit vielen Themen beschäftigt. Stimmt, sicher. Ich bin überzeugt, er hat sich mit vielen Themen beschäftigt, auch viele Fragen. Ja, er ruft immer wieder in den Redaktionen an und fragt, warum mögt ihr mich nicht und so. Also stimmt definitiv, ja. Es gibt natürlich immer wieder Vereinbarungen, die getroffen werden. Ja, ich glaube, da hat er überhaupt das Wesen von Politik präzise auf den Punkt gebracht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Wir probieren als Partei natürlich immer, uns an die Regeln zu halten. Ja,
Ja, wobei, muss man dazu sagen, das Lebensmotto von Sebastian Kurz war ja schon als junger Mensch, probieren geht über studieren. Wird das vielleicht auch stimmen? Nicht? Mir übergeben laufend irgendwelche Personen, irgendwelche Papiere oder sonst etwas. Glaube ja. Also vor allem das sonst etwas. Stimmt sicher. Es kann leicht sein, dass es so einen Termin gegeben hat, aber ich weiß weder wann noch wer da genau dabei war. Also bitte, wer noch nie mit so einem Gefühl in einem fremden Bett aufgewacht ist, der werfe den ersten Stein. Ja? Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, dass ich meine SMS aus Sicherheitsgründen lösche. Wäre vielleicht gescheiter gewesen, aus Karrieresicherheitsgründen den Thomas Schmidt komplett aus seinem Leben zu löschen, aber gut. Strache hat mir mehr SMS geschrieben, als ich lesen kann. Oh, wahrscheinlich hat ihm auch der Thomas Schmidt mehr Fotos geschickt, als er sich anschauen kann. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Sie werden mir glauben, auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Ich glaub's ihm. Ich glaub's ihm, ich glaube ihm diese ganzen Sätze auch als perfekte Selbsteinschätzung, bringt alles auf den Punkt. Ich glaube ihm sogar an den Stellen, wo er sich selber nicht sicher ist. Da steht Bundesparteiobmann darunter. Ich glaube, das bin ich. Kann man nur sagen, Kanzlermund. Tut Wahrheit kund. Das waren die besten Momente der Tafelrunde bis zum Mai. Das Besondere für uns war, wir hatten kein Publikum. Und dann kam der Sommer, dann kam die Praterbühne. Zum ersten Mal Open Air mit der Tafelrunde und zum ersten Mal wieder vor Publikum und dann vor so einem Publikum. Eine große Freude für uns alle. Das ist mein erster Auftritt vor 600 Leuten, also das erste Auftritt überhaupt und dann gleich vor so viel Leuten. Und das freut mich besonders, wenn ich in die Leute schaue. Ja. Das, was mich nicht so gefreut, dass mir jetzt wirklich vier Kollegen hinten am Arsch schauen. Ja. Das ist ein bisschen ungut, muss ich sagen. Ja. Aber wir haben auch schon was Schönes gesehen. Ja, ich hab's ja auch schon was Schönes. Das ist so, man zum Beispiel, man kauft Sachen beim IKEA, die man nicht braucht. Ein Beispiel, zum Beispiel sehr viele Frauen. Was kaufen sehr viele Frauen beim IKEA, die man nicht braucht? Servietten und Kerzen. Jawohl. Zwei Sekunden, ein Wahnsinn. Nein, wirklich, es ist zwei Sekunden, so schnell war es überhaupt noch nicht. Aber merkt man, nein, das ist wirklich so. Meine Frau zum Beispiel hat Servietten, die hat zu jedem Anlass hat die Servietten. Also zu Weihnachten, Ostern, Allerheiligen sind schwarze Servietten, ja. Sogar zum Weltsporttag, ja. Die hat diese 100-Euro-Servietten, ist ein Wahnsinn. Und, oder zum Beispiel, was meine Frau, was die Teelichter hat. Wir haben, glaube ich, 500 Teelichter haben wir da. Weil ich zu meiner Frau gesagt habe, so viel Tee kann ich gar nicht saufen, was wir Lichter haben. Ja. Und da habe ich gesagt, vielleicht kaufst du mir ein paar Bierlichterl. Ja, da hat's dann. Und jetzt haben wir es geschafft und haben uns in einen steirischen Wellness-Tempel eingebucht. Und ich sag's Ihnen, dieses Ambiente dort. Kennen Sie das? Diese Räucherstäbchen, die kuscheligen. Dann diese Entspannungsmusik da. Ist total meditativ, das Gedudel, oder? In die ersten 12 Stunden. In der 13. Stunde möchtest du jeden Bahnflötenspüler im Thermalwasser ein bisschen tauchen, bis keine Blaserl mehr aus seiner Flöten rauskommen. Und ich meine, das Essen im Wellness-Tempel, das ist total wichtig, weil da werden die ja in 400 Gängen am Tag so kleine, wunderschön angerichtete, wunzige Portionen serviert. Mein Mann hat schon wieder sagen, das ist ja kein Essen, der Teller ist nur schlecht angewaschen, so glaube ich, die Portion da ist. Aber er ist ja Gott sei Dank nicht mit, gell? Und dann lege ich mich auf diese Massageliege und dann werde ich mit persönlichkeitsabgestimmtem Water, Pitta oder Kaffer-Sesamöl, ich wette, in alle drei Flaschen ist fix dasselbe drin, ja, am ganzen Körper eingerieben. Und dann liegst du so da und starrst durch dein Massagetischloch, ja. Und unter deinem Gesicht stehen die Füße vom indischen Kurbanburmen seine Jesusbotschen drin. Ja, das ist manchen Masseuren gar nicht bewusst, dass die Kundschaft eine ganze Behandlung lang die Füße anstarrt, gell? Weil sonst würden sie es vielleicht mehr pflegen. Ja, weil die Füße vom Inder haben ausgeschaut, als wenn er von Pompeji bis Bad Blumau auf die Zechen nicht dahergegangen war.
Nein, der hatte 10 Nägel in einer Länge und in einer Stärke, da jetzt beim Schneiden mit einer Geflügelschere schwer da, ja? Ja. Ja, aber der Inder war total lieb und ich habe mir gedacht, ja, lass die Gedanken ziehen, die negativen, lass sie weg, ja. Und dann ertappe ich mich dabei, wie ich die Haare auf der großen Zehe vom Inder zähle. Es waren exakt 27. Und wenn du sowas warst, dann bist du auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene. Und am Ende der Behandlung hat mir der Inder dann noch einen indischen Schutzpunkt auf die Stirn gemalt, gegen die bösen Geister. Habe ich gesagt, lieb, aber nicht notwendig, die bösen Geister sind alle zu Hause bei meinem Mann. Danke. Weil so eine Prophylaxe, sagt meine Frau immer, Prophylaxe, 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 oft sagt sie das viermal, dass wir es alle gehört haben, weil die Sonne ja so gefährlich geworden ist. Ne, habe ich jetzt gelesen, auch in einer Zeitschrift, das war so eine Gratis-Beilage einer Gratis-Zeitschrift, dort hat also Gratis-Experte um viel Geld, hat er gesagt, dass die Sonne so aggressiv geworden ist. Ja, und zwar in den letzten 9 Jahren. Ja, die scheint jetzt, glaube ich, 4,5 Milliarden Jahren auf die Erde, aber in den letzten Jahren ist die so aggressiv geworden. Und darum Prophylaxe, nicht? Weil die paff, hast du einen Krebs und so schnell kannst du gar nicht schauen, wenn du dich nicht einschmierst. Und das hören auch die ganzen Helikoptereltern. Und ich habe das am Strand beobachtet, da spielt das kleine Kind, spielt da im Sand. Und im 4-Minuten-Takt kommt irgendein Elternteil und lässt so ein Viertel-Liter aus einer Heuflaschel auf das Kind. Das hat schon so eine 5 cm dicke Fettschicht, der sitzt schon dort wie ein Albino. Und sagst du jetzt, Kevin, jetzt geh mal baden. Dann sagt er, ich war schon zweimal beim Wasser, Mutti, ich geh nicht mehr unter. Was soll ich machen? Der Kevin steht im Wasser wie eine Boje. Ja, der geht nicht mehr unter, der Kevin. Wie treibt gut. Ja. In Lignano ist der Kevin übers Wasser gegangen wie der Jesus am See Genesari mit so einem Steinitzlitter. Und ich muss ja sagen, ich gehe meiner Frau zuliebe, zu Fleiß zum Arzt, ja, nur mir zu beweisen, dass ich kerngesund bin. Das mache ich, das macht mich so sympathisch. Nicht? Weil mein Arzt, der passt auf mich auf, das ist der Deal. Ja, der schaut, dass ich nicht stirb. Von denen hat er nichts. Ja. Er schaut auch, dass ich nicht ganz gesund bin, weil von denen hat er auch nichts. Aber sagen wir, so latent entzünden ist für einen ideal. Also, so macht er die schönsten Urlaube. Und ich sag aber, jedes Mal sage ich zu ihm, sage ich, Herr Doktor, ich hab nix. Sagt er, das gibt's nicht. Sag ich, doch, ich hab nix. Sagt er, das gibt's nicht. Dann sind Sie nur schlecht untersucht. Ja, sag ich, na, ich habe nix. Hat er gesagt, Herr Seidel, dann haben wir noch nicht. Der Doktor. Der Arschgeier. Der Todkopf. Der Doktor. Der Ludwig Hirsch. Komm, großer schwarzer Vogel. Sagt der Herr Seidel, dann haben wir noch nicht genau genug hingeschaut. Dann machen wir mal ein Blutbild. Sag ich, was? Was machen wir? Sagt er, ein Blutbild. Ein großes. Sag ich, wie groß? Sagt er, ganz groß. Sag ich, ein Schüttbild vom Nietzsche? Ja. Oder kann es ein bisschen kleiner sein? Ja. Vom Preis waren wir nicht weit auseinander, muss ich nur sagen. Und eines kann ich Ihnen auch sagen, so gut kann es Ihnen gar nicht gehen. Mit so einem großen Blutbild, aus dem Vollblut, ja, auch wenn Sie kein Rennpferd sind, ja, sehen Sie erst, wie schlecht es Ihnen eigentlich geht. Ich bin dort quietschvergnügt zu dieser Untersuchung hingegangen. Ja, 3 Wochen später war Befundbesprechung, die wir mit der Rettung haben geführt. Ich war fertig, war am Ende. Ich sage Ihnen, machen Sie das nicht. Nach allem, was mir der erklärt hat, war es für mich ein Wahnsinn, dass ich den Arm noch heben kann, ja, und meine Nägel freiwillig wachsen. Seitdem ich eine diagnostizierte Glutenunverträglichkeit habe, ja, weiß ich erst, dass ich eine Brille brauche. Ja. Ja, weil ich das Kleingedruckte auf der Verpackung nicht mehr lesen kann. Ja. Ja, ich habe die Gluten in mir. Oder Glutene oder zwei, alle, ihr habt alle Gluten, Glutene oder Glutner, Glutene oder was, wie das heißt. Sag ich, was ist das überhaupt? Sag ich ihm, was ist denn das überhaupt? Sagt er, das ist das Weizenkorn, wird damit, das ist der Kleber des Weizenkorns, hat er gesagt. Der Weizen-Uhu. Ja, und das vertrage ich nicht. Wenn ich das isst, das zersetzt meinen Darm. Da kannst du 8 Liter die Mehl noch schieten, das wird nichts mehr. Das zersetzt innen, also da scheißt dich innen an, wenn man das so fängt. Und das WLAN zersetzt mich von außen, hat er mir erklärt. Ja? Also wenn im Internet was ist, dann presselt es mich dort auf der Couch in Wirklichkeit. Ne?
Ja, hat er gesagt, Herr Seidler, hat er gesagt, da gibt es Menschen, hat er gesagt, die lassen das Handy in der Nacht neben dem Kopfpolster liegen. Sag ich, Herr Doktor, das mache ich auch, aber meins ist Ohrdraht. Hat er gesagt, das geht gar nicht. Das Handy kannst du nicht Ohrdraht. Das tut nur so. Das macht so auf Todmannstellung, wie eine Maus. So. Und kaum merkt das Handy, dass du eingeschlafen bist. Kommt das Handy, wacht auf und kriecht durch deine Ohren ins Hirn und schaut, was du träumst. Und das, was du träumst, das meldet der NSA, die ruft bei Amazon an und die Post hat einen Bagel in Vorgarten. Ja, das ist ein Kreislauf. Die wissen alles. Wissen alles. Ich sage Ihnen, mein Freund, der Kurtl, ja, bin gleich fertig, ja, der Kurtl hat sich eine Uhr gekauft, freiwillig, die ihn vollständig überwacht, komplett. Ja, komplett. Die hat er direkt am Handgelenk, wenn er sich da ein bisschen hebt. Und wenn der Kurtl zum Beispiel heute aufhört zu atmen, ja, dann gibt ihm diese Uhr einen Stromstoß, mit dem könntest du, glaube ich, Ramses IV. Auf den Thron zurückreanimieren. Also, der wird da sitzen wie Frischbrot, der Ramses. So. Und die ist ständig mit ihm in Kontakt, ständig. Und letztens schreibt ihm die Uhr, sie sind sexuell inaktiv. Ja? Da habe ich gesagt, Kurtl, gib's mir aufs andere Handgelenk. Ja? Hat sie ihm geschrieben, sie sollten Samenspender werden. Ja? Da habe ich gesagt, Kurtl, das ist doch sehr lukrativ. Ich habe gelesen, für eine Samenspende kriegt man 50 Euro mittlerweile. Ne? Hat der Kurtl gesagt, hörst du, muss ich am Dachboden aufschauen. Ja? Ich glaube, da steht noch ein Handtüchel hinter der Tür. Ja? Das müssen dann 12 wert sein. Der ist zu viel, oder? Der ist zu viel. Den lasse ich weg, den schneiden wir aus. Entschuldige mich bei den Zusehern auf OF3, liebe Barbara Rettes, es tut mir leid. In diesem Sinne bedanke ich mich und wünsche Ihnen viel Freude im Leben. Dankeschön. Fairerweise muss man sagen, die Rendi hat jetzt nicht dramatisch viel Zustimmung gehabt beim Bundesparteitag, 75%. Gut, für Sie die Richtung stimmt, warten wir schon. Aber es war überraschend wenig. Nicht? Jetzt könnte man vermuten, dass der Tosco mit seiner Freundin im Hintergrund gesagt hat, pass auf, wir machen das, wir halten da zusammen. Die Panier am Parteitag, die wird rehren, die sagt, sie mag nicht mehr. Womit die nicht gerechnet haben, ist, dass die Rendi Wagner sagt, super, 75%, danke, ich nehme an. Und sie hat ja nicht Unrecht, 75% ist nicht wenig. Nicht? Die Stenzel, die sagen mehr als 7 Zehntel, die Floschen geht über. Quasi. Also das ist... Also ist und, und wirklich, es hat keiner damit geredet, die hat Steherqualitäten. Die Rendi Wagner hat eine öffentliche Schmerzgrenze, die ist weit über dem Lugner. Das ist... Es gibt Kinder am Spielplatz, da sagen die Eltern, wenn sie das Knie aufhören, steh auf, Rendi, die kennt keinen Schmerz. Ja, das ist ja... Das ist... Vergiss Chuck Norris. Ne? Das ist, ich warte noch auf den Endkampf. Die Rendi Wagner hat einen Tosco-Zettel im Schwitzkasten und sagt, sag es ist aus, sag es ist aus. Und er klopft dreimal an und es kommt die Internationale und sie kann den Text. Was ist das? Zwei Pythons, bitte sehr, haben sich in heimische Klomuscheln verirrt. Ja? Zwei Ende 60-jährige Herrschaften waren unmittelbar betroffen. Ein Reptil hat sogar zugebissen. Ich sag's euch ganz ehrlich, in dem Alter wäre ich froh sein, wenn sich nur meine Schlange meinen Genitalien nähert. Aber bitte. Was ist denn? Na, der hier sitzt ein älterer Herr. Ach so! Na, dann trau dich zu. Lass uns noch kurz zu den Schlangen kommen. Ja, ich möchte bitte mal eine Lanze für die Schlange brechen. Also bitte, gerne. Nein, das ist nämlich, die Schlange ist schlecht weggekommen in den Medien. Und das finde ich nicht in Ordnung. Man muss einmal aus der Sicht der Schlange sehen. Ich meine, seit 2 Tagen steckt die dunkel im Tunnel, dann zieht es endlich Tageslicht und das Erste, was sieht, ist an potenziellen Konkurrenten. An Widersacher, eine Zyklopenschlange, eine Einäugige, kommt ihr entgegen
Das ist kein Wunder, wie die reagiert. Ja, also, okay. Ja, da gibt es aber keinen Welpenschutz bei den Schlangen. Weil ich nehme an, die Angst, die entstanden ist durch diese kleine Schlange, kann nicht so groß gewesen sein. Das muss ein Reflex gewesen sein. Also ich kenn natürlich das gute Teil von dem armen Herrn nicht, dass der beschädigt wurde. Aber sind wir sicher, was jetzt da, was der Schlauch oder waren es eher die Bälle? Wissen wir das? So genau habe ich das nicht recherchiert, ehrlich gesagt. Es ist in der Zeitung nicht gestanden, ich oder? Finde, oder? Du interessierst dich wirklich damit recherchieren. Natürlich. Ich finde die Situation an sich einfach für mich jetzt unangenehm, weil ich ein... Also Mann bin, oder was? Nein, wenn ich jetzt aufs Häusl gehe, denke ich mir... Schau ich noch. Ganze Zeit. Aber vielleicht hat sie dir ja gedacht, Gott sei Dank kein Hai. Ja. Es muss ja vielleicht war das eine große Gelassenheit. Außerdem ist ja irgendwie ein Paradoxon bei Ängsten. Ich habe da gelesen, nachher ein Drittel der Österreicher hat ja Angst vor Schlangen, aber keiner hat Angst vor Diabetes, obwohl viel mehr Leute an Diabetes sterben. Ja. Ich habe auch zu meinen Kindern nachher gesagt, besser eine Anaconda um den Hals als eine Gummischlange im Mund. Ja. Ja. Oh. Und wer weiß, vielleicht ist ja keine Giftschlange, sondern eine Würgeschlange. Ja. Das kann vielleicht charmant sein. Eine der schönsten Geschichten der letzten Wochen, oder? Strache und seine Yacht, herrlich. Es ist, nein, es muss doch, dass du Urlaub machst mit der Yacht in Kroatien, die brennt da an in Seenot, du musst von Steirern gerettet werden. Was ist denn da los? Wer ist denn das, alter Fuchs? Hilft's mir! Ja. Oh, auf Twitter, ich weiß nicht, irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, die Ironie ist, du machst Yachturlaub in Kroatien, dir brennt das Schiff ab. Und es ist nicht der geschissenste Urlaub, den du gehabt hast. Ja, mich freut es total. Ich bin ja immer, muss ich mich daran gewöhnen, dass so viele Menschen, also nach 15 Lockdowns, man kennt es nicht mehr. Man kennt das Gefühl. Diese Eröffnungsbegeisterung hat mich überhaupt, auch beim Gesundheitsminister, beim Mückstein, der wieder ins Amt gekommen, der wollte alles, kurz habe ich Angst gehabt, dass er auch die Gefängnisse aufsperrt. Da war er kurz davor, aber da wurde er zurückgehalten. Aber es ist ja, mir taugt es. Ich habe mir oft gedacht, die Leute jammern und Corona Plus und so. Es war ein hartes Jahr, muss ich auch zugeben. Ich habe ja nichts gemacht, wenn sie mir jetzt Kabarettist fragen, was ich gemacht habe. Null. Im Herbst habe ich schon gemerkt, es wird nichts mehr für meinen Job. Aber Gott sei Dank habe ich im Garten so einen Laubhügel und da wohnt ein kleiner Igel. Und da habe ich mich einfach dazugelegt dann. Und wir waren gemeinsam im Winterschlaf. Aber ich sage, was ist der pandemische Gewinn? Ich glaube, der pandemische Gewinn ist folgender, dass wir in 20 Jahren unsere Enkelkinder mit dem Corona-Jahr 2020 belästigen. Und zwar genauso, wie uns die Großeltern vom Krieg erzählt haben. Corona muss unser Stalingrad werden. Ich freue mich ja schon, wenn da mein Enkelkind steht, ja, und der fragt kurz nach 2020, wir sagen, wir haben nichts gehabt, 2020. Nix! Ich habe 3 Sofas kaputt gelegen. 3. Wir haben es am Ende vom Jahr aus der Jogginghose ausmeißeln müssen. Ja? Und nichts war im Fernsehen damals. Null. Nur Pressekonferenzen. Da der Kanzler, der Kurz. Ja, ja, ich weiß das noch immer. Der war schon damals. Ja, ja, der hat... Um Gottes Willen! Der hat damals immer im Fernsehen gesagt, ich sehe Licht am Ende vom Tunnel. Ja, währenddessen, wir haben so viel Alkohol getrunken, ich war dicht am Ende von seinem Tunnel. Ja. Fressen habe ich 2020, sehr viel. Popcorn, Pizza, ich habe mich hochgefressen zur Risikogruppe. Habe ich mich hochgefressen. Ja. Damit ich früher geimpft wäre, habe ich gehofft. Und weißt du, schau nicht so deppert. Und weißt du, was ich für einen Impfstoff gekriegt habe? Sputnik 2. Sputten, ja, haben sie mir. Das haben 1986 die Wölfe in Tschernobyl gekriegt, damit sie nicht wachsen. Damit haben sie mich. Nein, wir haben nichts gehabt, 2020. Nicht einmal Klopapier. Es war alles. Ja, sie lachen jetzt. Das ist der pandemische Gewinn. Mehr haben wir nicht. So, zurück zum Thema. Ja. Sie sehen, ich habe ein Klavier mitgebracht. Zars gewaschener Bösendorfer, kann man sagen. Spiel gleich was. Ja, es ist wichtig, dass wieder positive Stimmung ins Land kommt. Alles, und wir müssen positiv denken. Ich versuche es auch den ganzen Tag jetzt positiv, wenn ich mich beim Rasieren schneide, denke ich mir, Wahnsinn, ich bin super durchblutet. Es ist ja wichtig. Das Dopamin im Gehirn ist so wichtig. Glückshormon, man muss es provozieren. Dopamin, das weiß man aus der Forschung, entsteht bei Kleinigkeiten. Wenn man in ein frisch überzogenes Bett reinspringt, im Gehirn, Dopamin. Ja, zerspringt bei der Ladung der Latenrost, Cortisol. Stresshormon, na sicher, wenn man sich ärgert, wenn man sich denkt, na geh, ich wollte beim IQ dreistellig sein, nicht beim Gewicht.
Ja, da lacht nicht jeder. Das ist, ja, das ist klar. Humor kann wehtun. Das ist eine Teilaufgabe vom Humor. Das Schöne beim Dopamin ist entstetig, das ist erforscht von Gehirnforschern. Wenn dir ein fremder Mensch winkt, dann entsteht in deinem Gehirn Dopamin. Ist das aus, ist der Polizist beim Planquadrat. Halt, ja. Aber wisst ihr, was ich mache? Wenn er winkt, dann winke ich zurück und fahr weiter. Na sicher. Das ist eine Win-Win-Situation. Entsteht bei ihrem Dopamin und ich behalte meinen Führerschein. Also ist ja alles schön. Man muss das Leben wieder genießen können. Und es gibt so gute Nachrichten für Österreich. Haben Sie gelesen, den nächsten James Bond wollen Sie in Österreich drehen? Der jetzige ist ja abgedreht, aber der kommende wird in Österreich gedreht. Eine gute Nachricht für Österreich. Ein James Bond wird nur in Österreich gedreht. Ist gut für den Tourismus. Aber der James Bond, der soll ein neues Image bekommen, ein ganz neues Image. Der soll ein vernünftiger James Bond werden, ein umweltbewusster Bond, ein Bio-Bond. Der jagt nur noch Bösewichte aus der Region. Aus glücklicher Freilandhaltung. Der ist ganz vernünftig, der kommende Bond. Bei der Verfolgungsjagd, der ist der Einzige, der blinkt. Und aus Umweltschutzgründen tauscht er mitten im Film seinen Aston Martin aus, und zwar gegen eine ÖBB-Vorteilskarte. Aber in der ÖBB trifft er nie einen Verbrecher, die fahren alle mit der Westbahn. Aber in der ÖBB verliebt sich der kommende Bond ins Bond-Girl, in die Fahrkartenkontrollerin Gerti. Und zwar ist die Gerti ihm den erotischen Satz ins Ohr flüstert: James, in 25 Minuten erreichen wir Adnang Buchheim. Da war er noch nie, in Adnang Buchheim, in Paris von Oberösterreich. Und in Adnang Buchheim kommt es zu einer Liebesszene mit dem Bond-Girl, mit der Gerti, in der Bio-Pension Annelies. Und man merkt, das neue Bond-Girl, sie ist auch sehr vernünftig, weil sie trägt Reizwäsche vom Ständig. Ständiger Firma, der ist ein Vokal gestohlen haben. Der neue Bond, der ist so vernünftig, er ist erstens monogam und beim Geschlechtsverkehr endlich er verhütet. Mit 3 Kondomen, alle ökologisch, aus Jute, Hanf und Birkenrinde. Und der Hauptbösewicht im kommenden Bond ist eine traurige alte Zirkusdirektorin, gespielt von Ursula Strauss. Die spielt alles. Es kommt zu einer ökologischen Verfolgungsjagd am Attersee. Ursula Strauss fetzt weg mit einem Tretboot. James Bond verfolgt sie mit einem Segelboot. Aber sie entwischt ihn, weil er muss warten, bis der Wind kommt. Doch am Ende blendet James Bond Ursula Strauss mit einer Solarpaneele und befreit aus ihren Fängen ein laktoseintolerantes Alpaka. Dieser Bond ist total vernünftig und deswegen wird ihn sich keiner anschauen. Dankeschön. Großer Skandal im Gesundheitsministerium. Fotos, dort wird getrunken oder wurde getrunken. Die Kronenzeitung hat berichtet, unglaublich Alkoholexzess im Gesundheitsministerium. Das hat mich erstens überrascht. Ich habe noch nie gehört, dass in einem Büro in Österreich bei Beamten sowas getrunken wird. Das ist ja, wenn man das vorher gewusst hätte, das ist ja, stellt alles unter anderes Licht, muss man sagen. Und es ist auch vieles, was passiert ist, muss man anders bewerten mittlerweile. Nicht alle haben glaubt, der Anschober der Burnout gehabt, der hat einen Hangover gehabt. Aber, ja. Ich wollte als Callboy wirklich viele Politiker in den letzten Monaten anrufen, aber die haben alle keine Handys mehr. Und ja, jedes Mal, wenn ich angerufen habe, hat der Staatsanwalt abgehoben. Außer beim Kurz, da war es die Mama. Die war noch strenger. Dabei hätte ich so viele Ideen gehabt, ich wollte den Doskozil, den Blümel, den Strache anrufen und zwar als Immobilienmakler und in einer Wohnung andran. Ich so, warum Wohnung? Ich so, ja, dann habt ihr keine Hausdurchsuchung mehr. Aber schau, man kommt eigentlich im Lockdown als Kabarettist auf ganz blöde Ideen, das ist so. Im ersten Lockdown habe ich sehr viel ferngeschaut, da ist mir aufgefallen, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, die Werbung ist schlechter geworden. Ist mir aufgefallen, na wirklich, früher haben wir so Werbung gehabt, so Cornetto, L'estate e tu, oder Raffaello, oder der Cola Lightman. Jetzt haben wir Dr. Böhm. Kennst du Dr. Böhm, Ein- und Durchschlaf.
Dr. Böhm, Gedächtnislücken mit Dr. Böhm, du Magenunverträglichkeit, Blasenschwäche, Scheidentrockenheit, das musst du dir mal vorstellen. Die ganze Zeit Dr. Böhm, ich war mir so, mit einmal der Bob sprennt, wirklich, mit so der Bob sprennt, das war Wahnsinn, mit so der habe ich angerufen in Apotheken, haben sie nichts gehabt, der Dr. Böhm hat nichts gehabt. Also, aber mir brennt der Bob schon. So, das ist das Gegenteil von Scheidentrockenheit beim Mann, ist, wenn der Bob sprennt, weißt du? Also, ich hab gesagt, nein, es brennt. Ah, so hat er, so brennt. Er hat so, dann gesagt, was mache ich, jetzt brennt der Bob schon. Da sagt er, wieso brennt das, ich weiß nicht. Ich hab das Aftershave ganz normal eingeschnitten. Der Schallenberg vor der Uno Schallenberg, Sie wissen, das ist der, der so redet, wie Schönbrunn ausschaut. Das so, diese blasierte Überheblichkeit, der mit ganz schönen Worten grausliche Sachen sagt, na, es tut mir leid, wir können nicht allen helfen und so. Und dann, er hat auch gesagt, na, ich habe den Taliban ausgerichtet, dass sie nicht so gemein sein sollen, ja, habe ich ihnen gesagt. Sonst laden wir es nicht ein zum Ossiakir-Tag, ja. Sonst, sie haben sich nicht dran gehalten, überraschenderweise, muss ich sagen. Und ganz wichtig, na, wir können keinen holen von dort, na, also, aber ganz wichtig, wir machen Hilfe vor Ort, genau. Das hat schon in Morea super funktioniert, wo die Kinder von den Rotzen gefressen wurden. Da hat er mal einen Spielplatz hingebaut, glaube ich, in Dreck. Ja. Nein, nein, wir helfen dort. Genau, wie denn? Wie helfen man dort? Also dort in Afghanistan, wo nach 20 Jahren die Frauen keine Jobs mehr machen dürfen, wo Journalistinnen flüchten, weil sie sonst umgebracht werden, wo Kinder von der Uni heimprügelt werden oder nicht in die Schule rein dürfen. Wie helfen wir dort? Wie genau machen wir das? Lassen wir die ÖVP-Frauen Kopftüchern sticken, damit sie Schäne haben, oder was? Oder schicken wir Bakalmana-Schnitten, ob ich Taliban mag man eben oder irgend sowas, ja? Und der Schallenberg stellt sich dann hin vor die UNO und fängt an zu reden. Ein bisschen geschwitzt hat er, wie er die Masken aber dann hat, nicht? Und zittert hat er, weil es doch aufregend war, aber dann hat er gesagt, nein, also es ganz wichtig ist, dass man die Menschen in Afghanistan nicht vergisst und sie nicht allein lässt. Genau. Bäh. Fällt mir der Loriot ein, der hat gesagt, Politiker sind am besten auf einem Wahlplakat. Dort sind sie tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen. Blöd war er nicht. Der große Loriot. Und ja, wir haben jetzt viele Monate gehört, es ist Licht am Ende des Tunnels, gell? Mittlerweile wissen wir, es ist ein entgegenkommender Zug. Der Delta Express aus Indien, nicht? Aber ja, ich denke, solange Parteien von Impfgegnern 6% erreichen, dann wird es noch ein bisschen dauern, nicht? Und wenn so Menschen, die so ein bisschen klein, aber umso breiter aufgestellt sind, propagieren, dass man gegen dieses Coronavirus vorgehen kann, indem man Bitterstoffe konsumiert und Bewegung an der frischen Luft macht und ein bisschen Vitamin C schluckt, ja, da wird mir auch klar, warum es immer noch Klettverschlussschuhe für Erwachsene gibt. Ja? Es ist, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ja. Ich bin jetzt auch ein bisschen Lockdown müde geworden, ja. Das ist auf zu, es hat mich wahnsinnig porös gemacht. Ich möchte auch nicht mehr, aber für mich beschlossen, wenn jetzt noch ein Lockdown käme, mag ich nicht mehr mit. Ja, bleibe daheim. Interessiert mich nicht. Ja, es ist 1G, 2G, 3G und ich sage immer zu meinem Publikum, wenn 3G ist mir wurscht, wenn alle gehen, ja. Aber jetzt kommt 1G und so weiter, nicht? Und es ist, wissen Sie, ich möchte auch wieder mit meinen Freunden über ganz normale Dinge reden, über die wirklich essentiellen Dinge des Lebens, über das Wetter. Ja, ist ja wurscht, wo du hinkommst, das wird Ihnen auch so gehen. Man kann ja auch über nichts anderes mehr reden. Dieses Thema ist so omnipräsent. Mir steht's da. Wurscht, wo ich hinkomme. Und hast du das schon gekriegt? Ja, was hast du denn gekriegt? BioNTech? Doch, schau her. Hast du Fieber gekriegt? Na, meiner hat ja Fieber gekriegt. Na, der ist eine Woche gelegen. Eine Woche. Na, noch Moderna nicht. Nach Moderna hat er nach der ersten Impfung hat er Fieber gekriegt. Bei BioNTech kriegst du nach der zweiten Fieber. Nach der ersten hast du gar nichts gehabt. Na, mein Freund ist 3 Tage gelegen. Ja, 38. Mehr wie bei der Grippeimpfung. Da hat er mehr gehabt. Na, aber ich bin froh, dass er BioNTech gekriegt hat. Astra haben wir gesagt, nehmen wir nicht. Astra haben wir gesagt, da waren wir so froh, dass man es nicht, war das Auto schon so erkraxen, gell? Und jetzt haben wir gesagt, nein, das ist Pfizer. Und ich denke mir immer, wo sind die Teamchefs? Ja? Alle haben sie umschulen lassen. Auf einmal weiß jeder, was ein Vektorimpfstoff ist, wie ein mRNA-Impfstoff funktioniert, was ein Totimpfstoff ist, wie eine Kryptowährung funktioniert, warum ein Elektroauto super ist, warum es da nicht super ist, warum ein E-Fuel die Zukunft sein wird. Und ich denke mir, ich habe keine Ahnung, ich möchte mich an dieser Meinungsinkontinenz nicht beteiligen. Ja? Ich habe nämlich viel mehr Meinung als Ahnung. Wenn man das weiß, glaube ich, macht es ja nicht wesentlich viel, wenn man seinen Senf ein bisschen in der Tube lässt. Ja? Weil ich von dieser ganzen Impferei, ich bin Teamchef geblieben. Bin wirklich Teamchef geblieben. Mir taugt das viel mehr, wenn ich ein bisschen über die Kicker herziehen kann und so weiter, die Erfolgsgeschichte des ÖFB, als über die
Impfhistory in Österreich und so weiter, nicht? Und es ist ja auch so gewesen, dass in diesen Lockdowns, ja, es war also natürlich fad, also ich hätte viel lieber mein Publikum bespielt, keine Frage, ja, und auch meiner Frau wäre es lieber gewesen, ich wäre nicht dauernd daheim pickt, aber die ist das auch nicht gewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die war das nicht so als Tourneekünstler, ich spüre 3 bis 4 Mal die Woche, nicht? Und auf einmal 15 Monate das daheim, wir sind nach wie vor verheiratet, muss ich auch dazu sagen. Aber hinterher hat es schon ein bisschen, mit hat schon zusammengezwickt. Da habe ich schon gemerkt, jetzt du, wann könntest du wieder spielen? Schaust du eh, bis ich, dass du bist eh, du schaust, okay, du bist eh. Gut, dann, das, jetzt müsst ihr ja schon wieder gehen eigentlich, nicht? Das ist, ja, es war, aber es war trotzdem, muss ich sagen, die Kurzweil war garantiert, nicht? Weil ich bin ja wirklich auch froh, dass ich in meinem beruflichen Schaffen von der Polizsatire verschont bleibe. Aber Kollegen wie der Florian zum Beispiel, ja, der Polizsatiriker ist, der hat massive Konkurrenz bekommen. Also so eine Pressekonferenz vom Koronalen Quartett, ich meine, das muss Satire stoppen. Das ist ja, das, also da sind ja Sachen präsentiert, Erfolgsprojekte, ja, eines hat das andere gejagt, die Corona-Ampel, ein Projekt, um das uns die ganze Welt beneidet, ja. Kaufhaus Österreich, meine Damen und Herren, haben Sie dort geshoppt, Kaufhaus Österreich? Ich habe mir gedacht, ich shoppe dort, ja. Und ich kann mich noch gut erinnern an die Pressekonferenz von der Frau Schrambeck und vom Herrn Mara, ja, die das präsentiert haben. Und die Frau Schrambeck, und da muss ich auch eine Lanze für Sie brechen, die hat von Anfang an gesagt, nein, es ist keine Shopping-Plattform. Wir wollen Amazon nicht Konkurrenz machen. Und wie es das gesagt hat, hat man in Amerika einen Mann tief durchatmen gehört. Ja. Der Jeff Bezos, der hat gesagt, Gott sei Dank machen die keine Shopping-Plattform. Ja. Wenn die Schrambeck und der Mara eine Einkaufsplattform im Internet machen, da kann es Amazon zutrauen. Da hat es sich erledigt. Ja. Nein, sie hat gesagt, es ist ein Suchregister, wo man österreichische Online-Shops suchen kann. Und da hat sie auch vollkommen recht gehabt. Suchen kannst du es ja. Ne? Also, es ist, naja. Moment, da müssen wir schon die Kirche im Dorf lassen, ja? Sonst wäre es ein Findregister gewesen. Ja? Nein, es ist ein Suchregister. Ja? Und ich natürlich, haben wir doch, nein, komm, der Chef hat eigentlich eh schon nur Bezos. Stärken wir. Dankeschön. Warum? Warum stärken wir nicht den österreichischen Handel? Kaufen wir doch regional ein, ja? Und hab's versucht. Also der Wille war zweifellos da und habe gedacht, naja, was kaufen wir zum Beispiel für Silvester? Habe ich mal gedacht, kaufen wir Fondue-Geschirr, nicht? Und habe in dieses Ding habe ich eingegeben, Fondue-Geschirr. Und vorgeschlagen haben sie mir eine Alpaka-Wanderung am Doppelsee, ja? Mit anschließendem Dachrinnenschnitzen mit Ausseerbauen. Habe ich mir gedacht, okay, mein Word ist auch nicht mehr das Neueste, ich habe kein Software-Update gemacht, vielleicht habe ich mich schier oder schlecht geschrieben oder unteidlich oder irgendwas, haben sie es nicht lesen können. Habe eingegeben dann Sternspritzer, also die für den Weihnachtsbaum, nicht die der Häupl trinkt. Und da habe ich dann gekriegt einen Link zu Zentralverschluss-Schneeketten für Mähdrescher. Also es ist, glaube ich, in der Programmierung, ja, ist es noch ein bisschen mit Luft nach oben versehen. Ja, es ist so, ich weiß nicht, vielleicht sollte man diese Leute, die das programmiert haben, auch weiter programmieren lassen. Einfach einmal als Versuchsprojekt, was kommt da raus? Man, die statt Kauf aus Österreich, Lauf aus Österreich programmieren. Ne? Kommt man da ins Anmeldebüro von Wien Marathon oder, ne? Oder Saufhaus Österreich, da kommt man in die Tourismuszentrale nach Ischgl zum Beispiel. Ne? Und ich glaube, wenn der Herr Blümel eingibt Laptop, kommt er zur Demenzberatung Wien. Ja? Also, das war, ja, das war, schauen Sie, also, und auch diese Anmutung von dieser Website, ja, ich habe mir gedacht, wer hat das programmiert dafür, was war günstig, muss man auch dazu sagen, nicht? 627.000 Euro, also ich könnte mir vorstellen, wenn man da 3 Informatikstudenten um 5 in der Früh ausleitet und sagt, Burschen, ob 500er, hast du in 3 Stunden Webseiten, dass du in den Knie gehst, nicht? Aber 627.000 Euro, nein, nicht lachen, gehört Ihnen auch ein bisschen, Sie haben es mitzahlt, gell, also das ist, sind wir alle dabei beim Kaufhaus Österreich, ne? Aber da habe ich auch ein bisschen Verständnis für die Aussage bekommen, koste es, was es wolle, ja, es ist, auch die Homepage, ja, allein diese Homepage, wenn Sie Kaufhaus Österreich aufmachen, das hat so eine Anmutung aus der Pre-Google-Ära, gell? Das ist, ich weiß nicht, wir zuerst gedacht, wie das gesehen haben, haben die das mit dem Commodore C64 programmiert, ja? Das wird, die jüngeren Zuschauer werden jetzt nicht wissen, was ein Commodore C64 ist, aber können Sie sich erinnern? Floppy Disk? Ja, schon, gell? Bisschen schon, ja? Also, die sich daran erinnern können, da wird es jetzt auch langsam Zeit für die erste Koloskopie, gell? Nur, dass man da, dass sie, ja. Oh, wirklich, so habe ich das noch nie gesehen und dann habe ich echt ein bisschen seichte Unterhaltung gebraucht. Dann habe ich meine Freundin angerufen, Maria Vasilako. Hallo Aida, was ist es dringend? Ich sage gerade ein Porno.
Nein, schau nur, wurscht. Nein, sag was, ist egal. Nein, weißt du, dieser Bonn ist so unrealistisch. Weißt du allein, wie oft die ihre Position ändern? Ich kenne überhaupt niemanden, der sowas macht. Außer vielleicht Eva Klawisnik, aber sonst kenne ich wirklich überhaupt niemanden. Aida, hast du gehört von diesem Kickel? Ich sag dir, hat er jetzt bewiesen, dass er nicht geimpft ist und keine Antikörper hat? Natürlich hat er keine Antikörper, weil Antikörper haben auch ihren Stolz. Weißt du, Aida, ich sag's gleich, ich bin geimpft, zweimal sogar. Man weiß so, sonst kriege ich Probleme mit dem AMS. Und außerdem, Aida, dir sag ich's. Sterben ist halt auch wieder so ein Trend, den ich nicht mitmache, verstehst du? Na, das will ich nicht, deswegen habe ich mich so geärgert über diese Kickel. Da gibt es extra eine Pressekonferenz darüber. Bald haben wir in diesem Land mehr Pressekonferenzen als Tote. So geärgert über diese Wickelkickel, habe ich sofort meinen Wackeltackel angerufen. Den Meisterbürger, den Michael. Und der Michael, der hat zu mir gesagt, ich habe keine Zeit für deine Probleme, ich habe meine eigenen Sorgen. Hat er mir erzählt vom Inflotto, dass er sich ärgert, dass da so wenige Menschen mitmachen. Hat er gesagt, du 6 aus 45. Und dann hat er gesagt, Maria, weißt du, wenn ich Meisterbürger von Wien noch wäre, ich würde das ganz anders machen, ich würde die Menschen anders motivieren. Ich würde sagen, pro Spritze ein Spritzer. Dann sind wir am Dienstagnachmittag fertig. Soll ich noch ein bisschen elegant oder soll ich dich anschießen? Nein, warte, bis der Fleisch kommt und schießt dich noch. Wir haben Elektrizität da, also nur wegen der Lockerl. Vielleicht. Nein. Ja, aber dann. Achtung. Feigl. Nein. Moment. So, was, wie hast du das ab? Nein, wie kann das passieren? Na, die hat ja geschüttelt, die Flasche. Nein! Nein, das ist, das wenn ist man glaubt, es gehört auf Bud Spencer geworden. Schwallartig. Das verdreht sich. Nein, es tut mir leid. Hat also, ich hab Föhn? So, geht eh ohne Fleisch auch gerade die Sendung. Fangt an, Thomas Maurer! Das Prinzip kennt man ja. Es ist eine Schallenbergstadt kurz. Man kennt es aus der Fernsehwerbung, aus der Tamponwerbung. Da heißt es aber nicht Bundeskanzleramt, sondern Ersatzflüssigkeit. Und der Herr Schallenberg war doch, also ich finde, als Redner ein bisschen unterschätzt, er hat es doch bei seiner ersten Rede geschafft, sogar Menschen, die sich gar nichts von ihm erwartet haben, zu enttäuschen. Gleichzeitig aber doch insofern zumindest für Klarheit zu sorgen, dass er klargestellt hat, er hat nicht vor, dieses Amt jetzt lang auszuüben. Insofern kann man ihn auch durchaus als Bundeskurzler bezeichnen. Der Original-Bundeskurzler ist eben seitlich in die Kulissen, in die Soffitten getreten, wartet dort auf Teil 3 der Saga, I'll be back. Und weil das Ganze ein bisschen was von einem Stück, von einem Theaterstück hat, möchte ich eine uralte Schauspielerweisheit wieder ins Gedächtnis rufen, die da lautet, den König spülen die anderen. Also, wenn da nicht alle anderen mitspielen, dann passt das Bild. Ich, wenn Sie das nicht auf Anhieb verstehen, dann gehen Sie morgen einmal zum Biller, stellen Sie ihn aber auf und sagen Sie, ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd. Und schauen Sie, wer dann demütig das Knie beugt. Ein Leberkäse kannst du haben, Arschloch ist doch wahrscheinlicher. Und ein bisschen in dieser Phase seiner Regentendarstellerlaufbahn ist doch Sebastian Kurz jetzt doch auch eingetreten. Ne? Aber er hat eine neue Rolle, es ist nicht mehr die große Hauptrolle, weil es ist, er übt auf Clubobmann, also die Hocken, die anfällt, die darf schon weiter der Wöginger machen, also der Sebastian Kurz legt es mehr so an auf, weiß nicht, Milli Vanilli, also er ist halt der Frontman, ja, und er kommuniziert eben auch nach außen, weil das kann er am besten. Er hat dieser Tage auch auf Facebook ein wirklich berührendes Video veröffentlicht für die Fans zur Betreuung, wo er dann unter anderem klargestellt hat,
Ich bin kein Roboter, ich bin ein Mensch mit Fehlern und Emotionen. Und aber wie gesagt, in der Nacharbeitung, das wird uns alles lange begleiten, es kriselt jetzt auch ein bisschen zwischen Politik und den Medien, ne? Stichwort Inseratenkorruption, wollen natürlich auch nicht alle auf sich sitzen lassen, also zum Beispiel im Kurier hat die Chefredakteurin Martina Salomon sofort ein Inserat in eigener Sache geschaltet, der Kurier ist nicht käuflich, ist da so groß gestanden. Und das glaube ich in dem Fall, also im Falle Martina Salomon und ÖVP ist es absolut plausibel, weil Rapid zahlt ja den eigenen Ultras auch nichts fürs Randalieren. Auch die machen das gern. Ja, und ansonsten haben wir halt einfach Homeoffice gemacht. Hat jemand von Ihnen Homeoffice gemacht? Sicher auch, oder? Und was sagen Sie? Ja, schon super, oder? Schon. Also ich habe gelesen, es ist so zwei Drittel, ein Drittel. Also zwei Drittel der Österreicher, die Homeoffice gemacht haben, würden das gern beibehalten. Und ich gehöre eindeutig dazu. Ich finde, es ist so praktisch, nicht? Es fallen einfach die ganzen unnötigen Sachen weg, nicht? In der Früh einmal hinfahren, fällt weg. Am Abend zurückfahren, nicht? Fällt weg. Anziehen, ausziehen, waschen, Zähne putzen, nicht? Fällt alles weg, nicht? So stelle ich mal eine auf, um 10 Uhr mache ich mir einen Kaffee, um 11 Uhr schalte ich den Computer ein. Um 12 Uhr tue ich dann meistens Mails checken, also Struktur braucht man schon, das ist schon wichtig. Um 1 lösche ich dann meistens ein paar, nicht? Und um 2 bin ich fertig. Und das Interessante ist, erst durch Homeoffice bin ich draufgekommen, dass ich früher im Büro auch oft nicht mehr gemacht habe. Aber im Büro hat es immer bis am Abend gedauert, ich habe keine Ahnung. Ich meine, ja, hygienischer ist im Büro, das. Naja, haha, ich meine, ist ja klar, nicht? Da kommt jeden Tag einmal die Putzfrau und wischt durch. Das ist ein Service, das habe ich zu Hause nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen provokant, aber die Erfahrung hat schon gezeigt, es ist angenehmer, der Lurch rennt vorbei, als der Chef. Der Mensch ist gebaut für 4 km/h. Weil so schnell geht er zu ist. Also ich korrigiere, 1 bis 4 km/h. Ich habe letztens einen Gemeindearbeiter mit der Scheibtür beobachtet und der, das, ja. Und wenn du heute auf die Seychellen fliegst, ja, und dort eine Woche bleibst, ja, ist dein Körper schon wieder zurück, hat deine Seele den Indischen Ozean noch gar nicht überquert. Ja, jetzt fliegen aber die Leute bis ins hohe Alter. Ja, der ist schon 3 Jahre eingeroben und die Seele findet den nimmer. Ja, die hängt in irgendeinem Ladl in einem Reisebüro und findet nicht mehr nach Hause. Und da sage ich auch zu meiner Frau, sage ich, Andrea, bitte bleiben wir zu Haus. Bauen wir uns unseren eigenen Lockdown, nur um runterzukommen. Bleiben wir daheim, ich muss nirgendwo hin, ich bin schon wo. Und dann sagt meine Frau, sag einmal, merkst du überhaupt nicht, was sich in dir abspielt? Du kannst mit Menschen überhaupt nichts mehr anfangen. Du bist ein völliger Misanthrop geworden. Ja? Sag ich, was bin ich geworden? Ein Misanthrop? Sag ich, ich bin genau das Gegenteil. Ich bin der Philanthrop in der Gruppe. Ich liebe Menschen, habe ich gesagt. Ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, ich fahre sogar mit der U6. Philanthropischer wirst du nicht in Österreich. Ja, das, ja, und ich mache, mehr geht nicht. Ja, 1000 Mal öter 1, 2, 3 Ticket. So. Und ich mag Menschen und ich habe es wieder erprobt im Urlaub. Ich mag sie auch am Buffet, mag ich sie immer noch. Wenn du angestellt bist in diesen unnötigen Hotels in 3er-Reihe und es geht nichts weiter, weil da vorne einer das Essen fotografiert. Macht mich rasend, der fotografiert den Fisch und stellt ihn ins Netz. Ja, der kommt aber gerade aus dem Netz, der Fisch. Der stellt ihn wieder zurück. Da fragt man sich, wer deppert ist, der Fisch oder er? Ja. Und da liegt dort ein Stockfisch auf Eis mit einer geschnitzten Ananashaum. Kommt ganz selten vor in der Natur. Also, außer er ist wirklich frontal in eine Ananas reingeschwommen. Aber das ist auch, und der kniet sich zum Fisch und macht das Selfie mit der Leiche und dreht sich um und zeigt mir seine 400 schönsten Fischfotos. Und dann kann ich nicht, dann bin ich im Grenzbereich. Ja? Aber muss dazu sagen, mittlerweile geht es besser, ich bin an sich austherapiert. Ich bin an sich ausgewählt. Und darum, ich gehe nicht mehr fort. Der Garten ist mir heilig geworden. Das ist meine kleine Welt, meine kleine. Da ist mein Garten, da ist ein Hauserl und rundum ist ganz viel Garten und ganz viel Gemüse. Wir bauen Gemüse an. Meine Frau hat keinen grünen Daumen, die hat einen grünen Arm. Wir haben Hochbeete, da komme ich gar nicht auf, so hoch sind die Beete. Und versorgen uns mit dem frischesten Gemüse. Und im Winter haben wir Kohl.
Kohl bis ausgeholt aus allen Poren, gewürzt mit den feinsten Gewürzen, dass das Klumpert nach irgendwas schmeckt. Und ich sage immer, meine Frau kann gar nicht mehr schwanger werden, weil sie den ganzen Tag in der Kräuterspirale sitzt. Das geht gar nicht. Und dann hat meine Frau sich irgendwann einmal zum Ziel gesetzt, sie möchte 1000 Jahre alt werden, was ich nicht nachvollziehen kann. Und darum trinken wir jetzt jeden Tag in der Früh ein Glas grüne Gerste. Das sind zwei Herausforderungen. Die erste, dass du das einmal runterbringst, die zweite, dass und bleibt. Ja, das ist so, grüne Gerste, das ist, du nimmst ein Glasl, gibst einen Frosch rein und fährst einmal kurz mit dem Pürierstab auf, vom Gefühl her. Hat so was leicht Pelziges im Abgang. So ein sämiger Geschmack, kommt gegen 14 Uhr noch mal kurz auf für eine kleine Revision. Ja. Also ein Dauergast an deinen Tagen. Und dann, wissen Sie, mittlerweile stehe ich jeden Tag, stehe mit den Glasl in der Früh dort und denke mir, ich muss nicht alt werden. Ja. Der Kindergarten hat stets auf und nie zu, weil Pädagogen sind tough, die brauchen keine Ruhe. Mehr Geld für Kinder, das gibt es nie, das fließt in Wirtschaft und Industrie. Eine Milliarde für Liebe und für Herz war für den Basti ein schlecht gemeinter Scherz. Er brauchte Geld, um die PR zu zahlen. Die Kinder brauchen nichts, die sollen halt was malen. Doch diese Weihnacht bist du nicht mehr allein, weil auch du wirst bald ein Elternteil sein. Ich wünsch dir und deinem süßen Fratz einen freien Kindergartenplatz. Ho! Und dann gab es noch diesen einen ganz speziellen Moment im Rahmen der Tafelrunde 2021, als nämlich Corona ganz nah an uns herangekommen ist. Der Vater von Thomas Maurer ist kurz vor einer Aufzeichnung gestorben und Thomas hat gesagt, er würde das gerne thematisieren. Wir haben das dann am Ende der Sendung gemacht und das war für uns der emotionalste Moment der Tafelrunde 2021. Ja, es gibt ein Zitat von Woody Allen, das besagt, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Bedeutet, irgendwann einmal ist alles zumindest auch lustig. Und wenn das stimmt, ist das vielleicht eine gute Nachricht für all diejenigen unter uns, denen noch am Jahr Lockdown doch langsam der Schmäh auszugehen droht. Irgendwann drehen wir uns vielleicht um und sagen, na komm, es war schon lustig, aber kannst du ja reden, die Querdenkerrede vom Kickl, ja, wo diese Goebbels-Parodie damals gemacht hat. Dann. Und in den Schulen, wo sich die Kinder jetzt selbst verpflichtet werden, in der Nase zu bohren, ich habe einen Spruch mitgebracht von meiner Oma auch, ja, Nase bohren ist eine Schande in der Stadt und auf dem Lande. Das hat mir meine Oma beigebracht und jetzt werden die Kinder verpflichtet. Ja? Ah, ich fühle mich genötigt dazu zu sagen, der Text ist nicht von mir, der ist wirklich vom Kickl. Die Intonation ist natürlich nur teilweise vom Kickl, wobei ich finde jetzt so mal rein aus beruflicher Warte, wann das wirklich als Goebbels-Parodie angelegt war, ist es handwerklich ihm ganz gut gelungen. Absolut. Ja, aber gut, es ändert nichts dran. Das vorige Jahr war insgesamt natürlich ein bisschen eine Peinigung und das heurige lässt sich nicht viel besser an. Und natürlich liegt es jetzt nahe, dass man schimpft aufs österreichische Corona-Management, das halt ausschaut wie ein Teenager-Zimmer, nachdem die Eltern 14 Tage auf Urlaub waren. Man könnte überhaupt gleich auf die ganze Regierung schimpfen, keine Angst, dazu komme ich noch. Aber schauen wir uns doch einmal an, wie andere Länder das machen. Ja? Geht ja anders auch. Neuseeland zum Beispiel Corona-frei, gut, die haben es leicht, da ist Wasser rundum und dumm. Ja? Aber zum Beispiel auch Tansania, seit März letzten Jahres Corona-frei. Aber ganz andere Technik, die haben das so gemacht, da hat der Präsident, ein gewisser Herr John Magufuli, ein wirklich hingebungsvoller Katholik, wie man es bei uns leider nur mehr selten findet, der hat alle Tansanier aufgefordert, gemeinsam gegen Corona zu beten und gut war's. Ja? Seither kein einziger Corona-Fall mehr belegt. Also man könnte jetzt natürlich als von den Mainstream-Mediengehirn gewaschenes Schlafschaf einwenden, dass seither keine Daten mehr erhoben worden sind.
Aber sagen wir, es ist trotzdem auf eine Art ein schöner Erfolg. Der Herr Magufulis selber kann sich nicht mehr so darüber freuen, weil der wurde jetzt doch nach mehrwöchlicher krankheitsbedingter Abwesenheit für verstorben erklärt. Aber er ist nicht an Corona verstorben, weil wie auch, das gibt es in Tansania gar nicht. Also vielleicht hat er sich ganz normal an einer Hostie verkutzt. Der Premierminister von Großbritannien, Boris Johnson zum Beispiel, auch schwierige Phase, ja. Ich glaube, der ist in einer ganz, ganz schweren Identitätskrise, weil er jetzt mit dem nationalen Impfmanagement zum ersten Mal in seinem Leben was richtig gemacht hat und sich daher fragt, bin das überhaupt noch ich? Was kommt als nächstes? Ein vernünftiger Haarschnitt? Hm? Ja. Und generell sind ja, was eigentlich logisch ist, Länder, die ein nationales Impfmanagement hatten, besser bisher gefahren damit. Man muss aber da einräumen, Österreich war da ganz vorn dabei. Bereits vorigen März ist man dahergegangen, hat von der Krankenkasse, also Entschuldigung, Gesundheitskasse heißt es jetzt, ja, denen hat man gesagt, Kinder, es haben wir euch um irrsinnig viel Geld zusammengelegt, ihr habt die E-Cards, die Daten von allen Österreichern, da kann man was machen, geht's mal durch die E-Medikation, dann kann man die Risikopatienten vielleicht rechtzeitig warnen, ja, nach der Medikation, weil wenn man, weiß nicht, wie mein Vater zum Beispiel an der Lunge so bedient ist, du hast schon die große Sauerstoffflasche für zu Hause verschrieben kriegst, kann man daraus den Schluss ziehen, der braucht jetzt nicht unbedingt Corona auch noch. Und es ist gemacht worden, das nationale Impfgremium hat eine Priorisierung erarbeitet, ganz differenziert, wer wann wie drankommt. Das Ministerium hat das rausgegeben und zwar mal als Empfehlung, nicht als Anordnung. Wer gegangen, aber wer ein bisschen grob gewesen. Und das finde ich, ich finde das auf ein herzerwärmend Ort österreichisch. Weil bei uns ist ja der Konjunktiv auch eine Höflichkeitsform. In Deutschland sagt man, Herr Ober, einen Kaffee bitte. Bei uns sagt man, Herr Franz, könnte dich eine Schale Gold haben. Ne? Und es ist nett. Ich mag das wirklich gern. Und dementsprechend hat man auch vom Gesundheitsministerium her gesagt, ah, könntet ihr eventuell die zerstimpfen, die es wirklich brauchen, wenn es keine Umstände macht. Das wäre total nett von euch. Ne? Und es war ja auch nicht so ein Zeitdruck. Ne? War voriges Frühjahr kein Impfstoff noch in Sicht. Im Herbst, wie sich dann abgezeichnet hat, halt das, da kommt wirklich einer. Ja. Da hat man gesagt, okay, da darf jetzt nichts schief gehen, das muss ist nicht schnell gehen, ganz präzise, das muss wie am Schnürchen klappen. Und damit es wirklich gewährleistet ist, gibt es eigentlich nur eine bewährte Patentmethode, Föderalismus. Neunfach, halt einfach besser, die Bundesländer sollen das machen. Die haben das auch gemacht mit unterschiedlichen Ergebnissen, insbesondere was die Risikopatienten angeht. Irgendwie war das dann doch ein bisschen unrund und dann hat der Gesundheitsminister diesen März einfach eiskalt die Verordnung vom letzten März in Kraft gesetzt. Aber jetzt, auch damit es nicht so grob wirkt und sich der Föderalismus nicht so kränkt, auch einmal zunächst in Gestalt einer Begriffsneuschöpfung, nämlich in Gestalt der verbindlichen Leitlinie, rhetorisch eine Kontradiktio in adjecto, ne? Der saure Zucker, das trockene Wasser, die verbindliche Leitlinie. Ob man sich an etwas, was einerseits nur eine Leitlinie, andererseits aber verbindlich ist, tatsächlich halten muss, wird wahrscheinlich irgendwann auch ausjudiziert werden, außer man sagt gleich, wir werden keinen Richter brauchen. Ne? Da nehmen wir ein konkretes Beispiel. Montag vor einer Woche bin ich im Auto unterwegs, erwischt zufällig tatsächlich im Autoradio noch einen Ausschnitt aus der Goebbels-Parodie vom Kickl und bin daher so thematisch und emotional einigermaßen nun vorbereitet auf den Anruf, den ich wenig später entgegennehme. Da ist gegangen, also ich habe es eh schon erwähnt, mein Vater ist ein Risikopatient, 79, schwer übergewichtig, stark lungenleidend, also Risikopatient par excellence. Und er hat nicht selber angerufen, sondern es war das Spital, in dem er seit seiner Covid-Infektion gelegen ist. Und es, so als Faustregel, wenn einem mitten in einer Pandemie das Spital sagt, man darf jemanden um 10 Uhr auf die Nacht in der Intensivstation besuchen, das ist normal kein gutes Zeichen. Habe ich mir gedacht, gut, dummle mich, bin hingefahren, habe ihn besucht und am nächsten Tag war er tot. Und das ist natürlich jetzt kein welthistorisch bedeutsames Ereignis, aber es ist, finde ich, doch schade, ich habe den ganz gern wegen. Und weil ja so ein Stand-up ja auch eine Schlusspointe braucht, zwei Tage später war dann eh in der Post die Benachrichtigung, dass er sich zur Impfung voranmelden kann. Und wenn das stimmt, was der Woody Allen da gesagt hat, dass Komödie, Tragödie plus Zeit ist, dann
kommt vielleicht irgendwann tatsächlich auch der Tag, wo ich das auch komisch finde. Bin schon neugierig. Thomas Maurer hier in der Tafelrunde. Meine Damen und Herren, das war's für diesen Monat. Vielen Dank, Thomas Maurer, Christoph und Lollo. Verena Scheitz, Andreas Witasek, bleiben Sie gesund. Und wir sehen uns nächstes Monat wieder. Dankeschön, auf Wiedersehen.